In diesem Video geht es darum, wie kann man Overlocknähte sichern. In der Regel müssen Overlocknähte nicht gesichert werden, weil die weiterverarbeitet werden. Es ist aber ratsam, die großzügig abzuschneiden, also nicht ganz dicht, sondern noch ein paar Fäden dran zu lassen. Und beim nächsten Arbeitsschritt werden die dann mit abgeschnitten, mit dem Overlockmesser und vernäht. Sollte das aber doch mal der Fall sein, dass die Naht das letzte ist, also dass die Nähte doch mal gesichert werden müssen, geht man wie folgt vor. Man braucht dafür möglichst eine Fangnadel. Dieses Teil sieht so aus. Wenn man die nicht hat, geht auch zur Not eine Nadel mit einem großen Öhr. Es gibt Menschen, die arbeiten sehr, sehr gern mit dieser Nadel. Ich doch lieber mit der Fangnadel. Jeder wie er mag. Also beides ist möglich. Das finde ich geht besser. So, los geht's. Wir nähen. Wir nähen erstmal eine Naht. In dem Fall mache ich mir erstmal eine längere Kette. Die versteche ich nachher und nähe erstmal eine Naht. Hier vorne Naht in dem Fall. Ob breit oder schmal, je nach Geschmack. Jeder hat er. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig, ob die Naht breit oder schmal ist. So. So, und jetzt und lass mal eine lange Kette. Schneide das jetzt hier ab. Dann ziehe ich die schon mal straff etwas, weil die Greifefaden immer länger sind als die Nadelfäden. Das sieht man hier ganz gut. Und diese Fäden schneide ich mit ab. So. So, nun nehme ich diese Fangnadel und fädle die hier ein zwischen diesen beiden Stoffteilen dazwischen. So. Wenn das passiert, dass ich hier falsch rauskomme, einfach schließen, nochmal zurück und hier durch. Die Kette wird hier eingehängt, so. Die Nadel wird verschlossen und dann ziehe ich die hier durch. So. Wer jetzt diese Nadel nicht hat, macht es genau andersrum, fädelt die ein und zieht es hier durch, also die Kette dann einfädeln. So. Und dann schneide ich diese Kette hier ab. So. Und dann ist das das Ende. Und das ist dann sicher. So. Gut. So, und nun möchte ich noch zeigen, wie man Overlocknähte sichert, indem man einfach nochmal mit der Overlock drüber näht. Also weiterverarbeitet. In dem Fall zeige ich euch das am Beispiel, wie man eine Rundung näht und wie man da auch den Anfang und das Ende dieser Naht gestaltet. Das sind diese beiden Nähte, die werden übernäht. Und im Laufe meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass es am ungünstigsten ist, an dieser dicken Stelle anzufangen zu nähen. Ich fange jetzt einfach mal ein Stück weiter dahinter an, hier zum Beispiel. Man könnte genauso gut ein Stück weiter vor anfangen. Es ist egal. Hauptsache nicht hier auf der dicken Stelle. Hier empfehle ich erst einmal, diese Kette zu lösen. Ich drehe am Handrad, ziehe hier an diesen Fäden und irgendwann kann man die ganz leicht ziehen. Und damit ich diese Stoffteile schön einlegen kann, hole ich hier noch diese Nadelfäden unter der Stichplatte hervor. So. Schaut, dass die Nähte hier schön übereinander liegen. Und legt den Stoff ein. So, und dadurch, dass die Nadelfäden nicht mehr unter der Stichplatte sind, kann ich jetzt den Stoff schön einlegen. Fixiert ihr den Stoff oder die Stoffteile und das Füßchen lege ich nach unten und los geht's. Ich schaue, dass die Nähte hier schön übereinander liegen. Das ist immer sehr wichtig.
Hier sieht man schön, wie über diese Nähte drüber genäht wurden und damit ist diese Naht gesichert. Mehr gibt es da auch nicht zu tun. So, jetzt komme ich ja wieder an. Diese Fäden schneide ich ab. So, und bevor ich wieder über die erste Naht nähe, nehme ich das Messer weg, damit ich mir diese Naht nicht wieder aufschneiden kann. Dann noch ein paar Striche darüber genäht. So. Jetzt bringe ich die Nadel in die höchste Position. Das Füßchen wird gelüftet, zieht es so weit raus, wie es geht. Es geht nicht sehr weit. Und dann bewege ich das Handrad nochmal nach hinten, nach vorne, bis die Fäden sich lösen. So. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt die Fäden einfach abschneiden, wird nicht viel passieren. Für welche, die es ganz genau nehmen wollen, das ist ihr gutes Recht, die können natürlich auch die Fäden hier abschneiden und sie dann mit der Fangnadel zwischen diese beiden Teile ziehen. So. Ne? So, hier durchziehen und dann abschneiden. Dann sieht es so aus. Ist ein schönes, ordentliches Ergebnis. Wir schauen, ob die Nähte genau übereinander nähen. Ja.